zusammen. Es ist wieder soweit. Der Videomittwoch ist da. Sei gegrüßt. Ja, heute geht es um das spannende Thema Sei lieb zu dir. Und das erkläre ich gleich ganz genau. Nochmal zur letzten Woche, da hieß das Thema Akzeptiere dich so wie du bist. Und da habe ich diese wundervolle Metapher gebracht von dem Glas, dass wir quasi wie ein Glas sind und in meinem Beispiel gefüllt mit Apfelschorle und dass wir zuerst anfangen dürfen, unsere Gedanken, unsere Einstellung zu dieser Apfelschorle zu verändern. Also wir dürfen sie akzeptieren, wir dürfen sie lieben, um dann in dem State zu sein, diese Apfelschorle auszutrinken, damit wir dann das bekommen können, was wir möchten, nämlich einen anderen Saft, Orangensaft oder was auch immer. Also zuerst den Ist-Zustand, so wie wir jetzt sind, zu lieben und zu akzeptieren, damit wir es dann verändern können, so wie wir es haben möchten. Und dazu geht es heute weiter mit dem Thema Sei lieb zu dir. Um es jetzt direkt konkret zu machen. Du hast vielleicht den Wunsch, wie letzte Woche in meinem Beispiel, dass du deinen Körper, dein Gewicht noch etwas verändern möchtest, dahin, wo es dir am besten gefällt oder dir gut tut. So, und jetzt, wie machst du es? Jetzt darfst du natürlich zuerst mal, da habe ich letzte Woche drüber gesprochen, das Akzeptieren, den Ist-Zustand, so wie es ist. Zu akzeptieren, zu lieben, wie ich gesagt habe, da kommst du sehr gut hin mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Also dankbar dafür zu sein, wie es jetzt schon ist. Und dann, wenn du das verändern möchtest, dann siehe dich im Endergebnis. Also visualisiere, stelle dir das Ergebnis vor, so wie du sein möchtest. Wenn du etwas schlanker sein möchtest, oder ich habe auch das Beispiel von jemandem, die sehr schlank ist, die etwas kräftiger sein möchte, etwas zunehmen möchte, dann stelle dir vor, so wie du aussehen möchtest. Stelle dir in deine Gedanken die Bilder vor. Oder anders gesagt, schick den Wunsch ins Universum. Und dann ist es ganz wichtig, dass du auf dich, auf deinen Körper hörst. Und das meine ich mit sei lieb zu dir. Sei genauso lieb zu dir, wie zu den Menschen, den du liebst. Also zu deinem Mann, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, sei genauso zu dir selbst. Tue dir selber gut. Das heißt, du möchtest jetzt zum Beispiel dein Gewicht, deine Kilogramm noch etwas reduzieren. Dann achte darauf, was dein Körper dir für Signale gibt. Wenn du Dinge essen möchtest, die dir nicht gut tun, dann achte darauf und lass sie weg. Wenn dein Körper sich steif und ein bisschen anfühlt, dann bewege dich, geh raus, geh spazieren, komm in Bewegung. Setze dich nicht aufs Sofa, weil du sagst, oh, mir tut jetzt alles gar nicht so gut und ich lege mich jetzt lieber mal hin. Nein, durch Bewegung wird der Körper wieder beweglicher, wird er wieder agiler. Was viele Menschen machen ist, sagen, ich habe irgendwie einen Schmerz im Knie und schonen es total. Und es ist viel, viel besser, schonend, jetzt nicht direkt joggen gehen, aber schonend in Bewegung zu kommen. Bei vielen Menschen ist einfach der Körper eingerostet, weil sie viel zu viel auf dem Schreibtischstuhl sitzen. Von daher, komme in Bewegung, bewege dich. Esse die Lebensmittel, die dir gut tun. Und ich sage bewusst Lebensmittel, Mittel, die wir zum Leben brauchen. Damit meine ich in erster Linie natürlich Obst, Gemüse, alles das, was uns gut tut. Es gibt viele Sachen, da sagen wir Lebensmittel zu, und die brauchen wir nicht. Und dein Körper gibt dir Signale, und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ja, es kommen dann auf einmal die Bilder in dem Kopf bei einem,
ja, so ein Zwischendurchhunger oder ich habe jetzt Hunger auf was Süßes, ja, dann kommen, wenn ich diese Bilder visualisiere, so wie ich aussehen möchte, dann kommen die Bilder von einem Apfel oder von einem Stück Obst und es dann auch zu tun, in die Handlung zu kommen. Zu dem Thema mit der Gesundheit wieder ist noch ein kleines Thema da, was gerne jetzt gehen darf. Wie siehst du aus, wenn das Thema weg ist, also das Endergebnis wieder? Wie bewegst du dich, wenn du vollkommene Gesundheit hast? Und dann gehe schon diese Richtung. Also nochmal auf das Bein zu sprechen zu kommen. Du hast vielleicht irgendein Thema mit Bein, Fuß, keine Ahnung. Ist jetzt einfach nur so mir in den Sinn gekommen. Dann fange an, dich schonen zu bewegen. Vielleicht geht es mit dem Laufen nicht so, aber mit dem Fahrradfahren. Oder vielleicht mit dem Schwimmen, weil im Wasser das nicht so gemerkt wird. Oder mit Wassergymnastik. Tue irgendetwas, um in die Handlung, in die Bewegung zu kommen, was dir gut tut. Sei lieb zu dir. Sei lieb zu dir, aber wirklich, indem du es mit Liebe machst. Nicht mit jetzt, muss ich aber, ne? Nicht mit dieser jetzt diesem krampfhaften, ich will aber und muss. So nicht. Mit Liebe. Mit Liebe und Gelassenheit in das Endergebnis kommen, was du dir vorstellst. Letzte Woche aus dem Glas Apfelsaft ein Glas Orangensaft zu machen. Sei lieb zu dir. Fange an, dich zu lieben. Und das geht viel einfacher, wenn du dich eben schon akzeptierst, so wie du bist. Und wenn du dann die Dinge verändern möchtest. Und ich sage es dir wirklich, wir können alles an unserem Körper in gewisser Weise ein Stück weit verändern. Wenn die Haut nicht so schön ist, habe ich auch schon mal in einem Video gesagt, dann bedanke dich für deine schöne Haut, auch wenn sie noch nicht schön ist. Und dann sei wieder lieb zu dir. Wie bekommst du eine schöne Haut? Indem du vielleicht mal an der Pflege etwas veränderst. Oder eben auch wieder an der Ernährung. Die Haut ist ja unser größtes Organ und sie spiegelt auch ganz viel wieder. Sie spiegelt Stress wieder, sie spiegelt schlechte Ernährung wieder. Also von daher verändere da was. Und wenn du auf dich hörst, bekommst du in dir diese Antworten. Wie bekommst du die Antworten? Am besten in der Stille. Das heißt nicht, dass du jetzt anfangen musst, unbedingt zu meditieren, wobei ich es empfehlen würde, weil Meditieren ist wirklich gut, also auch für die innere Harmonie. Aber du kannst genauso in die Natur gehen und dich dann mal auf eine Bank setzen. Wichtig ist, bei diesem Meditieren oder dem meditativen Zustand im Hier und Jetzt zu sein und versuchen, in die Stille zu kommen. Nicht versuchen, das funktioniert nicht. Komm einfach in die Stille. Stelle dir vor, lasse deine Gedanken vorbeiziehen wie die Wolken am Himmel. Und es geht ganz gut, wenn du dich auf etwas anderes konzentrierst. Viele sagen, konzentriere dich auf deinen Atem, spüre deinen Atem, höre deinen Atem, fühle deinen Atem und schon kommst du in die innere Ruhe. Du kannst aber auch dich, wenn du draußen bist, auf das Rauschen des Windes konzentrieren oder wenn du zu Hause bist, eine Kerze vor dir aufstellen und dich auf die Kerze konzentrieren. Also es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten. So. Damit nimmst du dich wieder mehr wahr. Sei lieb zu dir. Gibt es natürlich ganz viele Sachen. Das heißt auch, dass du dir mal Zeit gönnst. Dass du dir mal Zeit mit dir nimmst. Wenn dir das schwerfällt, dann empfehle ich dir noch mal mein Video, verzeihe dir. Da ist eine ganz tolle Übung drin, wo du dir selber verzeihen kannst. Also wenn da immer wieder Themen hochblocken, wo du sagst, es geht aber nicht und kriege ich nicht hin und so, dann schau dir das vielleicht noch mal an. Und ansonsten, wie kannst du noch? Sei lieb zu dir. Sei lieb zu dir, indem du wirklich deinem Körper was Gutes tust. Indem du gutes Wasser trinkst, viel Wasser trinkst. Indem du gute Lebensmittel isst. Und gut heißt für mich nicht gleich teuer.
sondern gut heißt für mich, da gibt es ein schönes Beispiel. Gut heißt für mich, wenn Sie keine Liste mit Ingredients haben, also keine Liste auf den Lebensmitteln sind mit den Inhalten, die da drin sind, dann sind es gute Lebensmittel, also sprich Salat, Gemüse, Obst. Und es hat ein Bekannter, ich habe es letztens irgendwo im Netz gesehen, Facebook, ja, ich glaube bei Gedanken kann tanken und der Name fällt mir gerade nicht ein, sorry, kann ich nochmal nachgucken. Der sagte, wenn 80% deines Einkaufskorbes aus Produkten besteht, die keine Inhaltsliste haben, dann hast du einen guten Einkauf und dann tust du dir gut. Dann bist du lieb zu dir. Also achte einfach mal darauf, Sachen dir zuzuführen, zu essen, die eben keine Inhaltsliste haben. Das ist gesunde Ernährung, das sind gute Lebensmittel in meiner Welt. Muss jetzt nicht für dich gelten, wenn du allerdings ein Thema hast und dein Gewicht reduzieren willst, würde ich es mal versuchen. Auch zum Thema Gesundheit. Hast du noch irgendwelche Themen? Hast du irgendwelche Themen in irgendwelchen Gliedmaßen? Auch da spielt die Ernährung eine große, große Rolle. Jetzt will ich keine Ernährungsberaterin sein, ganz wichtig, mir geht es um die Selbstliebe. Nur, wir dürfen ja anfangen, uns in unserer Haut, in unserem Körper wohlzufühlen, damit wir ihn dienen können. Und für diesen Weg, da gehört eben auch die Ernährung zu. In diesem Sinne, sei lieb zu dir. Sei lieb zu dir auch mit deinen Gedanken, mit deinen Worten. Rede lieb mit dir. Wenn jetzt mal irgendwie doch ein Stück Kuchen, Torte gegessen hast, was absolut lecker ist, ist es mit Genuss und ist es mit guter Energie, dann tut es dir auch gut. Nicht jeden Tag, aber ab und an ist das absolut okay. Wenn wir mit schlechtem Gewissen essen, tut es uns nicht gut, weil der Körper sich innerlich durch unsere Gedanken ja schon dagegen sträubt. Also auch das, sei lieb zu dir in deinen Worten, in deinen Gedanken. In diesem Sinne, sei lieb zu dir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann darfst du auch lieb zu mir sein. Da würde ich mich sehr drüber freuen, indem du dieses Video likest, kommentierst oder teilst, um meine Botschaft weiter in der Welt zu verteilen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche zum Video-Mittwoch und bis dahin eine schöne Zeit. Deine Sandra. Dankeschön.